So, ja, da sind wir wieder. Jetzt mal gucken, ob es jetzt wenigstens funktioniert. Steuerung links T war das. Nein. Das wird auch noch nicht mal angezeigt oder so. Ah, ist das ärgerlich. Ja, das ist das Problem, wenn so viele halt oder so viele Mods halt vorhanden sind. Naja, dann ist es halt so. So, ja, dann weiß ich nicht, dann tut's mir halt leid. Dann kann ich jetzt einfach nur noch fix hier alles versorgen. Ich dachte, ich hätte da noch ein neues Feature, was ganz cool ist. Naja, so ist das manchmal. Also, dann seht ihr jetzt zwei oder drei Trecker und danach. Ja, war es das. Also zwei oder drei Trecker, die ich dann halt reparieren fahre und einparke. Ihr wisst jetzt, wie gesagt, am Ford ist das komische Schild dran. Der wird jetzt auch gleich noch schön gewaschen. Und den kann ich jetzt als erstes halt durchführen. Den nehmen wir jetzt als erstes. Ne? Ich wasche den jetzt fix, repariere den einmal, fahre den tanken. Der kriegt das Schild auf jeden Fall drauf für den Wintereinsatz. Der glänzt jetzt auch wenigstens wieder. Wirklich viele Stunden hat er halt nicht drauf bekommen, das ist klar, aber mein Gott. Ich glaube, vor der Ernte habe ich die alle mal kurz nochmal gewartet. Ich meine, so ist es halt, ne? Aber das ist schon okay. Also, da kann ich nicht mit meckern. Ach, bei dem kann ich gar nicht den Kraftstoffverbrauch ändern, sehe ich gerade. Alles klar. Ah, ich meine, warum nicht, ne? Also. Ich glaube, die Dieseltankstelle ist auch noch ganz gut gefüllt, eigentlich. Also viel dürfte da nicht raus sein. Ja. Ich hatte. Ich weiß es gar nicht, ich glaube 8000 oder so reingesetzt. Und dann war das Ding voll. Ne? Also so krass gefüllt darf die halt nicht sein eigentlich. So, und den packen wir jetzt hier wieder rein. Damit wir von hier aus dann direkt schieben können.
unsere kleine Durchfahrscheune. So, wie gesagt, der steht parat. Ich mache mal ein Foto von vorne. Ich hätte den Hänger noch ein bisschen nach vorne, nach hinten schieben können, ne? Ja, genau, jetzt Sojabohnen. Ist klar. Wobei der Witz ist, ich glaube, ich habe echt noch ein paar Sojabohnen. Oh, nee, ey. Ey, das wird ja eine 30-Minuten-Folge, wenn ich jetzt noch Sojabohnen fahre, fix. Ich guck mal gerade was. Sollen wir einen Hänger, also einmal 15.000 Sojabohnen fahren? Jetzt mal so ganz blöd gesagt. Das wäre doch jetzt gar nicht mal so dumm. Weil ich glaube nicht, dass ich die Sojabohnen jetzt unbedingt brauche. So, der Kleine ist es auch durch. Sache, die haben dies Jahr echt wenig Arbeitsstunden drauf bekommen. Ich würde mal so tippen, der hat jetzt 26 Stunden mehr. Oder 16 Stunden mehr. War der bei 30 oder 40 Arbeitsstunden? Ich meine 30. Bin mit dem 681 dies Jahr mehr gefahren. Also alle so 20 Stunden vielleicht bekommen. Aber keine 100 Stunden oder so, ne? So, Nummer 2 ist fertig. Ja komm, dann fahre ich mit dem jetzt hier noch schnell Sojabohnen. Ja, dann wird das doch echt noch eine lange Folge, wa? Er ist aber auch alles dabei gewesen, ne? Also Winter fertig machen 2017, 2018. Holy, holy moly. So. Ja, angeschlossen sind sie. Ich hätte noch die Tür zumachen können, aber... Kriege ich den da jetzt rückwärts rausgedrückt? Also, ich meine, probieren kann ich es ja mal, ne? Wow. Wow, wow, wow. Schick, schick. Fahre ich denn doch noch Sojabohnen? Wo ist denn überhaupt der Verkauf? Hofankauf. Moment, wo war das denn noch? Ich glaube, das war doch direkt in der Ecke, oder? Kirschmehl ist in der Ecke, Milchverkauf, Getreide. Hofankauf. Ach, ach, really? Naja.
Ja, Freunde der Nacht, dann genießt mal den Sonnenuntergang. Wenn wir nämlich da sind, verkauft haben, wissen, was wir rausbekommen haben und quasi wieder auf dem Rückweg sind, dann mach mal Sense. Es sei denn, ihr schaltet jetzt schon ab. Aber wie gesagt, dann ist ja heute echt hier richtig Action auch gewesen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, alles, was jetzt gleich kommt, noch zu verkaufen, werde ich wahrscheinlich ignorieren. Aber so eine kurze Zusammenfassung zum Jahr. Wie gesagt, sehr viel für die Tiere halt zusammengescheffelt, was ja, Zeug angeht, was wir hergestellt haben. Da haben wir wirklich eigentlich gar nichts mehr verkauft. Jetzt halt mal ein bisschen was verkauft, vielleicht. Wenn ich mal den Berg hochkomme. Ja. Und dann war es das auch quasi schon, ne? Also hier ist Hof Nummer 2. Am Hof Nummer 2 ist auch direkt der Hofankauf. Ich meine, warum nicht, ne? Also lagern kann man hier nichts. Nicht, dass man irgendwie denkt, das Zeug, was man hier einlagert, das kriegt man oder behält man. Nee, das ist Verkauf. So. Da fließt auch das Geld. Naja, 22.000 ist okay. Ich hätte zwar auch gedacht, dass es mehr ist, ne, aber wenn für 15.000, ja, 15.000 Sojabohnen muss man jetzt nicht allzu viel erwarten, ne? Na gut. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht schon, es wird dunkel. Der Wald bleibt, der jetzt hier ist. Der bleibt sowas von. Da werde ich nichts dran rumsägen. Vielleicht irgendwann mal. Aber auch nur dann, wenn ich noch so ein Baumlager finde oder so. Dann kann ich mir das überlegen, hier mal ein bisschen was rauszuholen. Ich hatte es ja eigentlich eh vor. Ich habe ja auch, glaube ich, hier ein, zwei Bäume schon mal rausgeholt gehabt. Aber wäre schon schade, wenn der komplett weg ist, ne? Obwohl, den könnten wir vielleicht sogar echt nachsäen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Naja, wie gesagt, ihr seht, ich fahre jetzt den Hänger da noch schnell wieder rein. Werde dann den auch schön wieder pflegen. Also einmal warten. Und anschließend noch auftanken. Ganz wichtig. Und dann kann auch schon der Winter. Winter is coming. Ne? Ihr wisst, der Winter kommt. So. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sag bis zum nächsten Mal auch wieder einschalten. Der Winter kommt. Macht es gut. Bis demnächst. Ciao.